Ein Kriminalroman als solcher ist schon eine spannende Sache. Aber stellen Sie sich mal vor, der Krimi wird auch noch im hannoverschen Wasserturm, im Schlachthof oder in der alten Polizeikantine gelesen und dann auch noch vom Autor persönlich. Das ist dieses Jahr wieder der Fall beim Krimifest 2013. Rebecca Höchstädter hat eine Lesung im Historischen Museum besucht und die hatte natürlich auch etwas ganz Besonderes. Düstere Gruselstimmung oder humorvolle Kriminalkomödie. Seit dem 17. September ist das Krimifest wieder zu Gast in Hannover. Ich erwarte mir heute spannende Minuten und viel Spaß mit meinen Freundinnen. Ich bin begeisterte Krimibuchleserin und erhoffe mir ein paar neue Tipps für neue Bücher. Ich erwarte mir jetzt eine nette Unterhaltung, also mehr nicht. Und kriminalistisch soll es ja sein, das war ja auch eine schöne Sache. Ja. Ich freue mich auf die Lesung, weil auch gerade vier Autoren dabei sind. Bei der Veranstaltung im Historischen Museum gab es noch eine Besonderheit. Zwei Gebärdendolmetscher machten die Spannung buchstäblich mit Händen greifbar. Das ist ja heute mit Gebärdensprache parallel übersetzt und das ist auch etwas, was mich privat sehr interessiert. Und wo ich auch beruflich in die Richtung gehen möchte. Und deswegen finde ich das sehr spannend heute. Zoe Beck erzählte vom einstmals zufriedenen, jetzt besessenen Mann. Jürgen Ehlers erheiterte das Publikum mit seinen tollpatschigen Auftragsmördern. Bei Sabine Hartmann ging es sehr blutig und psychopathisch zur Sache. Während Hannes Niegard in Hannover morden und ermitteln ließ. Das Publikum war begeistert und legte eine makabere Freude beim Auftauchen der ersten Leiche an den Tag. Hervorragend amüsiert haben sich auch die vielen gehörlosen Besucher. Die Veranstaltung ist ganz toll. Es ist richtig schön, dass hier Gehörlose teilnehmen können. Ich sehe das eigentlich das erste Mal so, dass so eine Vorlesung mit Gebärdensprachendolmetschern gemacht wird. Das ist wirklich toll, dass man die Texte in Gebärdensprache übersetzt bekommt. Es ist ganz angenehm, wenn man die Krimis nicht selbst lesen muss, sondern wenn sie vorgelesen und dann verdolmetscht werden. Bleibt zu hoffen, dass solch mörderische Leckerbissen noch sehr lange Hannovers Krimi-Fans erfreuen werden.